Kirby Adventskalender, Türchen 22. Als wir uns wieder abgeregt haben, kann ich endlich wieder einen klaren Gedanken fassen. Quincy, Gassi gehen, jetzt. Also, Quincy muss noch mal eine Runde gehen, ehe wir in deine Bude können. Deine Hundis auch? Frage ich deswegen auf einmal viel zu ernst. Verdutzt schaut er mich deswegen an und stammelt: Nee, mit denen war ich vorhin schon, weil du kamst ja ein bisschen später als gedacht. Ich schüttle nur empört den Kopf und hebe abweisend die Hand. Ja, Tobi, dafür konnte ich ja auch total was. Daraufhin schnellen seine Mundwinkel nach oben und seine verschmitzte Lache ertönt, ehe er den Schnapper bei der Terrassentür betätigt und die Tür zuzieht. Mit großen Augen schaue ich ihn an. Willst du keine Jacke anziehen? Doch er schüttelt nur den Kopf und geht in Richtung meines Autos. Okay, dann komme ich halt mit. Als ich den Kofferraum öffne, streicht Tobi der Motorhaube entlang. Einen schicken Wagen hast du als Erstwagen. Ich lächle. Ich bin auch total zufrieden damit, auch wenn ich nicht so der Autofreak bin oder gerade deswegen. Tobi kommt zu mir an den Kofferraum und erblickt Quincy. Seine Gesichtsmuskulatur erschlafft und er fragt ausdruckslos: Nicht dein Ernst, du Rissen, oder? Du hast jetzt nicht deinen Köter in einen Weihnachtshummel gezwängt. Unterwürfig erkläre ich ihm: Aber das ist ein ganz normales Mändelchen, sodass ihm nicht kalt wird. Abwertend schüttelt er die Hand, aber schmunzelt beim Wegdrehen. So ist er. Vorne rum einen auf hart machen und doch eigentlich ganz weich sein. Für manche mag das abschreckend sein, aber ich mag das, obwohl ich es selber nicht kann. Ich hebe Quincy auf die Straße und laufe in Richtung des kleinen Waldes, wo laut Tobis Aussage die Kacke-Oma haust.